Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Im letzten Video waren wir am Track in Grainbach und das heutige Video nutzen wir dazu mal, um den Drifter zum Durchschauen, was kaputt ist, neue Pläne, was gemacht werden muss und ich glaube, das interessiert auch einige von euch, was kostet ein Track Day im Grainbach oder generell, was kostet ein Track Day so Daumen mal Pi zusammengerechnet. Bin mal gespannt, ob ihr mit weniger oder mit mehr rechnet. Ihr habt es eh gesehen, das war absolut geisteskrank brutal, wie dieser 318 Issue da abgeliefert hat. Es war einfach nur abnormal geil. So, lang genug geredet, wir gehen jetzt mal kurz zum Auto raus, das eben hier dahinter steht und werden das Ding mal reinholen in die Werkstätte. Mir ist nur aufgefallen, dass, warte, schauen wir mal an das Ding. So, das Ding ist jetzt eine Woche nicht gelaufen. Dass die Handbremse ein wenig locker ist. Mal schauen, ob sich die da unten gelöst hat. Müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall wackelt ein bisschen, das müssen wir uns mal anschauen. Und generell das Auto, wie es von unten ausschaut, ob irgendwas kaputt ist. Weil wir doch hier und da hinausgefahren sind und wir abgeschleppt worden, werden haben müssen, ja, schauen wir einfach mal, was unten rum zu sehen ist. Auto fährt nach wie vor ohne Probleme. Aber mit einem geschweißten Diff lenken ist absolut uncool. So, kurz die Türen aufgemacht. Dann schauen wir da mal rein. Was ich eigentlich so gesehen habe, sollten wir eigentlich noch relativ viel Profil hinten drauf haben. Ja, gerade bei der Außenbegutachtung, beim Aufheben ist mir das noch aufgefallen. Ja, ich muss schon sagen, der Reifenstapel ist da gut gestanden, also, ja. Schau mal, der ist wirklich tief da drinnen, der Kratzer. Hört man sogar. Ja, aber sonst wäre es ja kein Driftauto geworden. So, hinten habe ich jetzt gerade geschaut, wenn wir gerade dabei sind. Also, diese Reifen sind da hinten eigentlich fast wie neu. Da sind einzelne Sachen ausgebrochen, habe ich gesehen. Aber grundsätzlich gehen die auf jeden Fall mal noch einen Track Day. Also in Grainbach geht das 100.000%ig, hätte ich gesagt. Ja, der ist noch besser beieinander. Also da sind noch gute 4 mm drauf. Oder na, ja. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, hier ist ein bisschen was ausgebrochen, aber grundsätzlich funktioniert. Hier hinten bin ich auch noch mal eingeschlagen. Habe ich auch noch gar nicht gesehen gehabt. Das war irgendwo auch Reifenstapel. Ja, grundsätzlich hier von außen ein paar neue Schrammen dazu bekommen. Was soll ich da wieder drauf sagen? Dieses Auto ist eigentlich wirklich unkaputtbar. Motor rennt wie am ersten Tag. So, ich würde sagen, wir heben das ganze Ding einmal auf und schauen einmal, wie man da unten jetzt eben, was ich gerade meinte, eben wie wir da aufgesessen sind, weil wir da so straight hineingerutscht sind. Aber so am ersten Blick, jetzt gerade, sieht man eigentlich nicht wirklich was. Nee. Ich bin also wirklich richtig, richtig drüber. Ich habe mir eigentlich ehrlich gesagt gedacht, dass man hier irgendwo auf die Abdrücke was sieht. Oder auf dem Motorträger. Aber, ja, anscheinend hat das funktioniert. So, dann gehen wir in den hinteren Bereich des Autos. Und zwar Differential. Selbst das Differential ist trocken. Das heißt, abgedichtet hat funktioniert. Das hat auch alles gehalten. Der Aufbau hat am Ende nachher nur scheppern begonnen. Da muss ich einmal noch schauen, ob der irgendwo wieder gebrochen ist. Aber grundsätzlich, am ersten Blick schaut der eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ja, wobei, ich bin halt mit dem wirklich irgendwo, also ich bin aufgesessen auf jeden Fall mit dem Ding. Aber keine Ahnung. Nee. Motor noch immer staubtrocken, das ist einfach so heftig. Ah. Der gebrochen ist. Oder war schon, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, grundsätzlich, das Auto ist von unten wieder mal besser als gedacht beieinander, obwohl ich da wirklich gescheit reingerutscht bin zweimal und einmal eben rausgeschleppt worden habe müssen. Aber hat auch funktioniert. Oder gehalten, sagen wir so. Was mich auch noch immer wundert, Nankang-Reifen auf der Vorderachse, die Dinger funktionieren wirklich, wirklich richtig gut. Profiltechnisch, ja, langsam innen wird es ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist da noch immer wirklich nicht wenig Profil drauf. So, jetzt wo das Auto auf der Bühne ist, schauen wir hinten nochmal drauf. Und ihr seht es wirklich, also, ja, Grainbach, absolut Reifen, verschleißarme Rennstrecke, hätte ich gesagt. Also geht auf jeden Fall mal noch ein Track Day. Dann habe ich kurz angesprochen, neues Projekt. Was meine ich mit neuem Projekt? Kein Auto, aber wir haben einen neuen Kooperationspartner, sage ich jetzt offen und ehrlich, so wie es ist.
Und jetzt frage ich euch, ob ihr motiviert werdet, da Videos zum drüber sehen, weil es natürlich auch mit Autos zu tun hat. eBay, P&R machen oder möchten Kooperation mit mir machen oder besser, wir machen eine Kooperation. Bauen wir einmal mein Seat wieder um, beziehungsweise servicieren das ganze Ding, Zahnriemen, Service und sonstige Sachen. Und dann, glaube ich, was für euch interessant werden wird, ist, wir gehen an dieses Ding ran. Und zwar kommt hier dann einmal endlich der neue Motor hinein. Ja, ein neuer Motor muss hinein. Wir brauchen natürlich bis dahin wieder einen Motor. ja, also wird wahrscheinlich wieder ein M50 Motor werden. Da kommt dann nachher drauf ein Krümmer. PU-Motorlager. Ja, und so einmal komplett überholen, Thermostat, Wasserpumpe, sonstige Sachen. Das würde ich euch dann nachher natürlich noch zeigen in diesen ganzen Videos. Aber schreibt es in die Kommentare, ob ihr da motiviert werdet. So generell mal drüber fliegen, schauen, machen, tun. Also wirklich, Kooperation findet auf jeden Fall statt. Und schreibt es einfach noch, ob ihr Bock drauf hättet. Jo, also sprich, ich meine, es geht sowieso um das Auto. Also mehr oder weniger zeigt das Ganze sowieso danach. Ja. Das heißt für mich auf jeden Fall, Content produzieren ohne Ende und natürlich nebenbei diese Autos umbauen und wieder herrichten für mehr Action nachher. Ne? Ja, also ich werde jetzt einen neuen Motor auf jeden Fall besorgen und dann einfach mal das ganze Projekt starten, weil jetzt wird es langsam. Jetzt ist Ende September. Einmal, zweimal möchte ich vielleicht noch fahren gehen, wenn irgendwie möglich ist. Aber schauen wir mal, und in der Zwischenzeit werden wir den Motor besorgen, bauen, kaufen, tun, machen. So, und nun kommen wir auch schon zum zweiten Hauptteil im Video. Also sprich, einmal nur kurz das Auto da durchgeschaut. Eigentlich gibt es eigentlich was zu machen, habt ihr gesehen. ja, und zwar, was kostet mich ein Trackday zum Beispiel in Grainbach, wie es jetzt war? Da gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten, ein paar Parameter, nennen wir es mal so. Ist das ein Private Trackday? Ist das ein normaler Trackday? Also sprich öffentlich, wo man sich anmelden kann und mitfahren kann. Da variiert das Ganze zwischen 120 Euro für einen normalen Open Track Day, also wo man dann in Gruppen fährt, A, B abwechselnd, ja, auch Halbplatz. So, und dann gibt es auch den Private Track Day, wo wir eben letzte Woche gefahren sind. Auf jeden Fall letzte Woche, wenn wir gefahren sind, oh, also Private Track Day sind wir bei 180 Euro. Aber natürlich kann man dann den ganzen Tag rein und rausfahren, solange man Lust hat, solange das Auto mitmacht, solange die Reifen mitmachen. Also grundsätzlich 120 bis 180 Euro wäre die Startgebühr für Grainbach. Dann geht es mal ums Auto. Grundsätzlich, was ist eigentlich das Wichtigste, das ganze Ding mal funktioniert und läuft, und zwar einmal der Sprudel, also sprich Benzin tanken. Kommt natürlich darauf an, welcher Motor da drinnen ist, wie aggressiv man fährt, Übersetzung, das, bla bla bla. Grundsätzlich tanke ich in meine Autos meistens immer mindestens um die 40 Euro hinein. Und ja, gegen Ende des Tages ist das dann schon relativ leer. Ich zeige das Ganze jetzt mal. Also wie gesagt, ich habe jetzt, ich glaube, gut 40 Euro getankt. Schauen wir mal, wie viel noch drinnen ist. Ja, ein wenig was unter der Hälfte, also ich war kurz bei über 45. Also sagen wir mal, wenn man einen kleinen Motor drin hat, so wie ich, irgendwo zwischen 40 bis 60 Euro sind dann Spritkosten da drinnen, die halt eben dann durchlaufen, wenn man halt eben Spaß hat mit dem Auto. Wie gesagt, variiert natürlich, wie man fährt, welcher Motor verbaut ist. Dann geht es auch schon weiter. Im besten Falle, wenn absolut nichts kaputt geht und man nur den Sprit verbrennt, gehen natürlich früher oder später auch irgendwelche anderen Teile auf, und in dem Fall das erste, was natürlich aufgibt, sind die Reifen. Grundsätzlich fahren alle oder sagen zumindest, man soll vorne irgendwelche Regenreifen fahren, die gut sind, wo man halt nicht sparen soll an Qualität. Ich fahre die mittlerweile jetzt schon seit 5 Trackdays, Nankang NS2 Reifen, halten, funktioniert, ihr habt gesehen, da ist noch mehr als wie genug Grip drauf und wie gesagt, da ist auch ziemlich viel Sturz drauf, funktioniert, halten noch immer. Dann geht es natürlich jetzt hinten weiter, weil hinten ist natürlich der größte Verschleiß. Kurz davor nur, ich habe natürlich immer noch Reservereifen dabei, weil man weiß halt wirklich nicht, wie die Asphaltgegebenheiten sind oder an dem Tag, Temperatur, Luftdruck, sonstige Sachen. Also es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Parameter und man nimmt natürlich mehr mit als gedacht. Grundsätzlich in dem Stadium, wo ich jetzt gerade bin, sage ich euch so wie es ist, es kostet mich absolut nichts, weil es sind absolut räudige alte Reifen mit gutem Profil halt mehr oder weniger noch, einfach nur halt hart und alt und ist egal. Auf jeden Fall, Reifen kosten grundsätzlich nichts. Genauso wenig halt, muss ich jetzt offen und ehrlich auch so sagen, wie es montieren oder wuchten und sonstige Sachen, einfach draufgezogen, mitgenommen und fertig. Also im Endeffekt sind das null Kosten im Moment, die so da sind. Natürlich, wenn man jetzt ein Auto hat, wie zum Beispiel der Patrick, der eben mit dem letzten Video zu gesehen, mit dem blauen E46, der das Ganze schon ein wenig professioneller macht, mit natürlich mehr Grip, also sprich, dass das wirklich fährt, wirklich mit viel Schub nach vorne,
das ganze Setup einfach anders eingestellt von der Lenkgeometrie, beziehungsweise hinten einfach mit dem ganzen Nachlauf, mit dem ganzen Grip-Setup, Sturz, Spur, alles erleben. Da geht es natürlich dann auch um schon gute Reifen, beziehungsweise auch Verschleiß. Also im Endeffekt, wenn man in dem Level jetzt sogar so wie ich ist, sage ich das offen und ehrlich, so wie es ist, wenn ihr da zwei alte oder vier alte Reifen mitnimmt, sind das Kosten von gar nichts, sagen wir mal so. Also wirklich, das ist ja komplett überschaubar. Für mich im Moment null Kosten, weil es einfach alte Reifen sind und sie funktionieren. Das war's mal im Großen und Ganzen mit diesem Auto. Alle Sachen, die halt mehr oder weniger verschleißen können, Bremsen oder halt irgendwas, was durchgerostet ist, weil halt einfach eine Bremsleitung kaputt ist oder man fährt irgendwo rein oder was weiß ich nicht, was alles. Das sind halt Sachen, die kann man halt davor nicht kalkulieren, aber grundsätzlich 40 bis 60 Euro Sprit. Reifen, je nachdem, aber grundsätzlich war das so mal zu meinem Auto. Das war jetzt mehr oder weniger der fünfte Track Day. Reifen sind auch immer die ersten vorne. Hinten habe ich, wie gesagt, null bezahlt, weil ich die einfach ummontiert habe und einfach alte Reifen drauf sind. So viel zum Driftauto jetzt mal selber. Dann geht es natürlich nachher noch weiter mit dem Zugfahrzeug. Wenn man ein billiges Zugfahrzeug hat, so wie ich, was einem normalerweise nicht im Stich lässt, ich glaube, ihr wisst, was ich hinaus möchte, rennen da auch grundsätzlich, wenn da wirklich viel Ladung drauf ist, eben mit Hänger, mit Auto drauf, im Normalfall hin und zurück, naja, zwischen 50 bis 80 Euro rennen da schon nochmal extra an Spritkosten durch. Auch wenn es nur ein 1,9er TDI ist, variiert natürlich jetzt auch, wie gesagt, andere Parameter, anderes Zugfahrzeug, mehr Zylinder, mehr Hubraum, mehr Leistung, mehr sonstige Sachen. Grundsätzlich bei mir sind es einfach, ich sage es einfach mal, Hausnummer 60 bis 80 Euro, die da trotzdem auch noch einmal reinrennen. Dann gehen wir einfach mal so vom Worst Case aus, was jetzt das teuerste für mich zukommen kann, wenn ich jetzt genau mein Setup, mit dem ich jetzt fahre, Zugfahrzeug, Hänger, Auto, Driftauto, alles, was so dazugehört bei mir. Worst Case mit dem, also alles von teuersten ausgegangen, Private Track Day, am meisten Benzin durchgeraufen und noch einmal fürs Zugfahrzeug am meisten Benzin ausgerechnet, ist im allerschlimmsten Fall 320 Euro pro Tag. Und jetzt schreibt es in die Kommentare, schockt euch das oder sagt ihr eigentlich komplett verständlich? Weil es kann natürlich auch, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, um einiges mehr ausmachen. Also ich gerade darüber nachdenke, 320 Euro sind eigentlich nicht wirklich viel und auch nicht wirklich wenig. Es ist echt so eine Zwischensumme. Es ist natürlich jetzt alles vom Höchsten aus kalkuliert. Aber grundsätzlich, ja, es ist schon auch nicht wenig. Aber egal, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Hattet ihr mehr gedacht? Würdet ihr weniger sagen? Ist das ein gerechtfertigter Preis? Dann noch eins, das ist mir auch noch gerade eingefallen, und zwar darf man auch nicht vergessen, ich habe euch in den ersten Videos gezeigt, wie wir Kreinbach gefahren sind, dass da noch Faktoren dazu kommen, eben bei der Unterschrift, wie 50 Euro glaube ich ein Sprenkler, 30 Euro Reifenstapel und ich glaube 70 Euro oder was das waren für ins Kiesbett rausfahren. Also wirklich, das sind auch noch so Faktoren, es hat noch keiner von uns wirklich gezahlt, aber es sind auch noch Faktoren, die dazu kommen könnten, wenn man sich halt dort wirklich aufhört oder wirklich irgendwas abniedermäht, was halt eben der Rennstrecke gehört. Also es ist variiert, aber grundsätzlich nochmal für mich 320 Euro im Worst Case, was das für mich kostet pro Woche, pro Tag, pro je nachdem, wann ich halt eben dort fahre. Gut, das war auch schon so eine kleine Auflistung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Schreibt mal bitte in die Kommentare die ganzen Fragen, was ich euch gefragt habe, Partnerschaft. Also sprich Kooperation, ob ihr da Bock drauf hättet, mit die ganzen Autos dann zum Herrichten zu machen, ob ihr mehr von den ganzen Sachen halt eben sehen wollt, Track Days, sonstige Sachen, schreibt es einfach in die Kommentare, liebe Leute. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis hierhin einmal und schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.